Herr Kilo, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie bereit sind für Weltnetz TV. Guten Tag, muss zu danken. Es freut mich sehr. Herr Kilo, Sie sind sozusagen Urgestein der syrischen Opposition. Sie haben sie eigentlich ihr Leben lang begleitet. Was würden Sie sagen, wo steht die syrische Opposition heute? Es gibt in Syrien Oppositionen und es gibt keine Opposition. Leider Gottes. Also im Allgemeinen sagen wir alle Parteien der Opposition, alle Schichten der Opposition sagen das Gleiche, haben die im Grunde genommen den gleichen Diskurs. In der Praktik, in der Praxis gibt es große Verschiedenheiten. Es gibt eine Opposition, die mehr für die Macht kämpft als gegen die Macht. Es gibt eine andere Opposition, die, ich hoffe, die Demokraten in Syrien repräsentieren, die sagt, lasst uns zuerst dieses Regime loswerden und dann zusammenarbeiten mit Syrien, diese Transitionsphase heil und sof durchpassiert. Und dann könnten wir freie Wahlen machen. Und diejenigen, die diese freie Wahlen gewinnen, könnten eine Regierung bilden. Jetzt sollten wir einig sein, zusammen sein, miteinander arbeiten, damit Syrien nicht verloren geht. Wenn es in Syrien ein Chaos auf der Basis gibt und ein Chaos in der Regierung, in der Macht, dann wird das Land verloren gehen. Wir sollten uns einigen, damit die Macht einig sein wird in ihren Plänen, in ihren Schritten, in ihren Praktiken und das Chaos auf der Basis absorbieren zu können und in dieser Hinsicht die Qualen der Menschen abzukürzen. Es gibt eine Opposition, eine dritte Opposition, die jetzt mehr und mehr eine größere Rolle spielt. Das ist im Grunde genommen die Freie Syrische Armee, die eine politische Meinung vertritt, jetzt die sehr nah von unserer Meinung ist, die eigentlich an die Seite der Demokraten steht, stand in der letzten Zeit. Wir als Opposition, demokratische Opposition, verlangen jetzt die Erweiterung der Koalition, so dass es ein nationales Gleichgewicht innerhalb der Koalition gibt. Und eine Regierung, die auch eine ausgeglichene Regierung sein wird. Und wir verlangen, dass es ein Dokument zwischen uns und den Islamisten formuliert wird, in dem wir für diese Zusammenarbeit während dieser Transitionsphase, Übergangsphase, also uns verpflichten. Ich habe gesagt, es gibt im Grunde genommen militärisch zwei große Oppositionen jetzt. Die Opposition, die Sie legal nennen können, die syrische Armee, freie syrische Armee und die Gruppen, die in dieser Armee arbeiten. Und dann die sogenannten Integristen, die Leute, die einen islamischen Staat in Syrien bauen wollen. Wie haben Sie die genannt? Die Integristen. Die radikalen Integristen. Gruppiert oder umgruppiert um an Nusra Front. Auf jeden Fall, das komplizierte Bild der syrischen Opposition kompliziert natürlich die syrische Realität. Wir hoffen in der kommenden Zeit zu diesem Dokument zu kommen, zu einer gewissen Zusammenarbeit zu kommen mit der Freien Syrischen Armee, sodass wir einen Block, nennen Sie es ein friedliches, ein demokratisches Block von Islamisten und Demokraten, Laizisten und Armeeleuten, also Armeekämpfer, gegen die, wie gesagt, die Integristen und die Radikalrechten zu arbeiten und das Land irgendwie zu retten und auch die Welt aus seiner Verlegenheit herauszuhelfen. Wenn Sie sagen, es gibt eine Opposition, die sozusagen für die Macht eintritt. Meinen Sie die Macht als... Ich meine die Muslimbrüder. Die kämpfen jetzt für die Macht mehr als die gegen die Macht kämpfen. Das ist unsere Hauptkritik an Sie. Sie sollten
Sie wissen ja, in der Politik spricht man von einem Hauptwiderspruch. Der Hauptwiderspruch sollte eigentlich mit dem Regime sein und nicht mit den anderen politischen Richtungen und Parteien. Das kompliziert sehr die Dinge und das irritiert die Menschen und das verhindert im Grunde genommen einen sichtbaren Sieg. Es gibt ja, wir sind hier auf dieser Konferenz für Frieden in Syrien und ein Thema auf dieser Konferenz ist die Frage des Konfessionalismus. Spielt der Konfessionalismus innerhalb dieses Krieges in Syrien eine Rolle? Im Grunde genommen spielt der Konfessionalismus innerhalb der Beschlüsse der politischen Parteien in Syrien eine viel größere Rolle als in der Realität. Zum Beispiel in den Beschlüssen der Regierung werden sie bestimmt immer die konfessionelle Frage anwesend finden. Sie arbeiten sehr damit, dass die konfessionelle Frage im Vordergrund tritt. Und sie haben die ganze Zeit dafür gearbeitet, dass dieser Kampf für die Freiheit, dass große Teile der syrischen Bevölkerung einigt, in einen Kampf unter den Konfessionen zu verwandeln. Und ich glaube, sie haben teilweise Erfolge. Und wenn die Muslimbrüder ein bisschen bewusster gewesen waren, ein bisschen patriotischer gewesen waren, hätten wir diese Karte von der Hand des Regimes hinausgezogen. Auf jeden Fall. Ja doch, es spielt eine Rolle, aber nicht in dem Sinne, in dem sie verstanden wird, jetzt in den internationalen öffentlichen Meinungen. Also, dass es in Syrien einen konfessionellen Krieg gibt und einen Bürgerkrieg gibt, das gibt es nicht. Ich werde Ihnen ein Beispiel anführen. In Homs gab es Christen, Muslime und Aleviten. Es gab ungefähr 100.000 Christen, 650.000 Muslime und ungefähr 150.000 Aleviten. Das Regime evakuierte mit den Kanonen die Christen und die Muslime. Die Aleviten sind immer noch in Homs. Die Freie Syrische Armee hat Kanonen, genügend Kanonen, um sie zur Evakuation zwingen zu können. Aber sie sind immer noch da. Es gab Ausschreitungen ohne weiteres. Aber es gibt keinen Bürgerkrieg und keinen konfessionellen Krieg in Syrien. Das stimmt nicht. Es gab keinen Syrer, der sein Dorf verlassen hat und ein anderes Dorf angegriffen hatte, um, sagen wir, umgekehrt Aleviten oder Sunniten oder Christen oder sowas zu töten. Das gab es nicht. Bis jetzt gibt es Dörfer in Al-Ghab-Region, wo Christen, Aleviten und Sunniten zusammenleben. Bis heute. Es gibt nicht einen Bürgerkrieg. Es gibt in Syrien einen Krieg, der viel schlimmer ist als der Bürgerkrieg. Der Krieg einer bewaffneten Macht, sehr straff organisierten Macht, mit einer überwältigenden Kraft und einer sehr großen Armee, sehr gut gedrillten Armee, gegen eine Bevölkerung, die am Anfang unbewaffnet war und jetzt in einer ganz schrecklichen Misere lebt, weil sie, wie Sie sehen, Kanonen, Panzer, Raketen, ja sogar Raketen von einer Reichweite von 600 Kilometern ausgesetzt ist. Und die Menschen sind jetzt auch in Damaskus, ich rede von der Mittelklasse in Damaskus, sie sind jetzt angefangen zu verhungern. Und sie haben eine unheimliche Angst, eine schreckliche Angst, unsere Nachbarn in Damaskus, die Ärzte und Ingenieure sind. Wenn sie mit uns sprechen, dann sagen sie uns, wir öffnen nicht mehr unsere Fenster und wir reden nicht mehr mit unseren Nachbarn, wir gehen nicht mehr raus. Unsere Männer und unsere Söhne und Töchter, die arbeiten, haben seit Monaten nicht mehr zur Arbeit, seit Monaten nicht mehr zur Arbeit gegangen. Und wir wissen nicht, wie wir weiterleben werden. Wir finden von Zeit zu Zeit Patronen auf der Veranda bei uns oder in den Zimmern. Und wir haben Angst. Haben sich deswegen christliche Brigaden gegründet um Damaskus herum, die dort aktiv sind? Wissen Sie, die Menschen
auf dem Boden wissen viel besser als wir, was tatsächlich im Lande geschieht. Und dann gab es diese Wellen von Gewalt, die aus dem Regime herausgekommen waren. Und die Menschen hatten Angst gehabt. Sie wollen natürlich keinen bewaffneten Kampf führen und nicht an einem bewaffneten Kampf teilnehmen. Sie wissen ja, die Christen sind meistens friedliche Leute. Bei uns sind sie friedliche Leute. Sie hatten nie im Leben keine großen Probleme gehabt oder sagen wir miteinander oder gegen die anderen. Oder also der letzte Krach unter Christen und Muslime geschah im Jahre 1860. Also die Christen sind in Syrien wirklich Leute, die, ich will nicht sagen, dass sie beiseite leben, gut leben, dass sie also mehr zur Arbeit sich widmen als zur Politik. Und jetzt sind sie in ihren Häusern. Sie haben Angst. Sind sie jetzt mit dem Regime, weil sie in ihren Häusern sind? Das kann man eigentlich nicht sagen. Was ich weiß, am Anfang der Revolution waren sie doch geneigt, für ihre Freiheit ein bisschen zu tun. Und es gab Hunderte, Tausende von jugendlichen Christen, die an den Demonstrationen teilgenommen hatten, überall in Damaskus. Also wir kennen sie mit Namen. Jetzt sind sie bestimmt nicht mehr auf der Straße. Ja, sie waren eigentlich, viele junge Leute waren ja wohl für Veränderung, aber gegen eine Militarisierung. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und nun gibt es doch eben halt diese Bataillone, wie Sie sagen, die sich offensichtlich aus Christen herausgegründet haben. Sie wissen, in Damaskus, also in Daraya gibt es Christen, in Sahnaya neben Daraya gibt es Christen, in Al-Adamiya gibt es Christen, in Jaramana gibt es viele Christen, in Al-Qassab ist ein christliches Werk, Wohnwerk. Die werden bombardiert. Dann sind sie wie die anderen Leute gezwungen jetzt, sich zu verteidigen. Das ist jetzt ganz einfach. Es gibt sehr viele Jugendliche, die Waffen vom Regime bekommen haben. Sie haben diese Waffen genommen und sind zur Freien Syrischen Armee gegangen. Weil sie sehen, dass die Leute um sich herum nicht bewaffnet sind, dass sie keine Banditen sind. Das sind also einfache Menschen sind, ihre Nachbarn und ihre Freunde und alles andere. Und am Ende wird man durch humanistische Motive bestimmt. Sie sehen, dass die Menschen also in einer großen Misere leben und dass sie gar keine Schuld daran haben. Es ist aber auch so, es wird ja sehr viel auch berichtet von Waffenlieferungen an die Aufständischen. Die New York Times hat kürzlich so einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorging, dass also 3.500 Tonnen Waffen seit Januar letzten Jahres vor allen Dingen aus Katar kommend, aus Saudi-Arabien finanziert, über Jordanien oder die Türkei, die bewaffneten Gruppen erreicht haben. Die Freie Syrische Armee oder Gruppen, die sich so nennen. Das heißt, dieses Bild, dass die Sie sagen, es gibt auf der einen Seite das Regime und eine gut ausgebildete Armee und auf der anderen Seite praktisch die Zivilbevölkerung, die versucht, sich so zu verteidigen. Ist das wirklich aufrechtzuerhalten angesichts von Berichten über Waffenlieferungen? Wissen Sie, die Bewegung war friedlich. Jetzt ist die Bewegung bewaffnet. Das muss man zugestehen. Das muss aber man viele, zugeben. Die am Anfang ja auch protestiert haben, haben sich zurückgezogen. Wissen Sie, die meisten Al-Nusra-Leute, diese Integristen, waren friedliche Demonstranten. Die meisten Jugendlichen. Ja doch, ich glaube, dass es sehr viele Waffen jetzt ins Land hineinkommt. Aber vergleichen Sie das mit ungefähr 100.000 Tonnen Munition, die auf die Bevölkerung geworfen worden sind. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gewaltsam das Regime gegen die syrische Bevölkerung immer noch vorgeht. Sie haben Kanonen, deren Reichweite 50 Kilometer sind. Also wenn Sie jetzt 5 Kanonen hier haben, dann könnten Sie ein Gebiet in einem Umkreis von 80 Kilometer kontrollieren. Tag und Nacht werden die Menschen da beschossen. Mit der Luftwaffe, mit den Soldaten, mit den Hubschraubern, mit den Raketen. Deswegen gibt es ja auch viele oppositionelle Stimmen, die sagen, militärisch ist dieses Regime nicht zu besiegen, deswegen ist es so erforderlich,
dass man zu Verhandlungen kommt oder einen Dialog führt oder dass man einen friedlichen Weg sucht? Wissen Sie, Sie kennen mich seit langer, mehr als zwei Jahren. Also ich habe immer gesagt, wenn wir das Regime nicht besiegen können, dann sollten wir das Regime verhindern, uns zu besiegen. Ich glaube, das ist die Situation in Syrien. Die Leute hatten Angst, dass sie besiegt werden, wurden. Sie wussten von ihren Erfahrungen, dass es eine große Katastrophe sein wird, wenn sie besiegt wurden. Und so hatten wir die ganze Zeit gesagt, Leute, macht so, dass ihr nicht besiegt werdet. Jetzt sind wir da. Das Regime kann die Leute nicht besiegen. Können die Leute das Regime besiegen? Ich glaube doch, wenn es Waffen gibt. Aber es gibt keine Waffen. Deshalb sagen wir, es gibt nicht genügend Waffen, meine ich. Deshalb sagen wir, dass wir eine verhandelte Lösung möchten. In Genf wurde beschlossen, dass der nächste Schritt in Syrien der Übergang zur Demokratie sein wird. Bitte sehr. Also ich habe mehrmals gesagt, ich persönlich und die anderen haben auch gesagt, Parteien und Richtungen und Strömungen und alle anderen, gebt uns Leute aus dem Regime, die damit einverstanden sind, dass Syrien im nächsten Schritt zur Demokratie geht und wir sind bereit, mit ihnen zu verhandeln. Es gibt aber mit Bashar al-Assad zu verhandeln, der die Menschen tötet und bombardiert, weil sie die Reform verlangt haben, das ist umsonst. Es gibt Informationen, dass die Führung in Damaskus eine Gruppe benannt hat, Personen benannt hat, die für Verhandlungen bereitsteht. Aber es gibt von Seiten der Opposition keine Antwort. Also auch da hatten wir Ihnen gesagt, dem Regime, wenn diese Gruppe jetzt sagt, wir sind bereit zu verhandeln um die Übergangsphase zur Demokratie, da sind wir bereit zu kommen. Bitte sehr. Sie sollten eine Erklärung machen, ein Kommuniqué machen, in dem Sie sagen, wir akzeptieren den Übergang zur Demokratie und wir sind bereit, darüber zu verhandeln. Wir gehen morgen nach Damaskus. Herr Kilo, Sie gehören zu der Gruppe Demokratisches Syrisches Forum. Einer Ihrer Kollegen, den Sie sicherlich sehr gut kennen, auch aus Damaskus, ist Muaz al-Khatib. Er war Präsident der Nationalen Koalition. Auch er hat Gesprächsbereitschaft geäußert, unter bestimmten Bedingungen. Und kurz darauf, er wurde dafür kritisiert, aus der eigenen Gruppe heraus, kurz darauf ist er jetzt zurückgetreten von diesem Amt als Präsident der Nationalen Koalition. Gibt es Kräfte innerhalb der Opposition, die zum Beispiel Ihre Bereitschaft oder die Bereitschaft von Herrn al-Khatib zu verhandeln unter bestimmten Bedingungen, die das verhindern wollen? Wissen Sie, Maaz al-Khatib ist immer Präsident der Koalition. Seine Demission ist nicht akzeptiert worden von der Koalition. Aber er hat sich innerlich wohl... Ja, und international hat man auch das nicht akzeptiert. Er hat eine sehr große internationale Unterstützung und er hat eine überwältigende Unterstützung von der Bevölkerung. Maaz al-Khatib ist isoliert, isoliert innerhalb der Koalition, aber ist jetzt das Hero der syrischen Bevölkerung. Der Hero der syrischen Bevölkerung. Ein einsamer Held. Ein Held. Nein. Er hat eine sehr große Strömung unter sich. Die gesamten demokratischen Kräfte sind mit ihm. Und die gesamten demokratischen Kräfte haben sehr viel Existenz auf der Basis in Syrien. Aber innerhalb der Nationalen Koalition hat er keine? Er hat ungefähr 25 Mann hinter sich. Fast 40%. Und er hat eine große Unterstützung innerhalb der Freien Syrischen Armee auch. In Wirklichkeit hat Maaz al-Khatib Katar und die Türkei gegen sich. Ich sage es ganz offen. Starke Gegner. Und infolgedessen die Leute von Katar und der Türkei
gegen sich innerhalb der Koalition. Das übrige Syrien ist mit Ma'azel Khatib. Und wenn Ma'azel Khatib richtig taktiert und arbeitet, ich glaube, der wird gewinnen. Sicherlich braucht er dazu auch die Unterstützung von Staaten wie zum Beispiel von europäischen Staaten oder von den USA. Ja, doch. Er hat diese Unterstützung von Amerika, von Frankreich, ich glaube auch von Deutschland, von England, von allen Staaten, die darauf beharrt haben, dass er zur Gipfelkonferenz in Doha kommt und dort im Namen der Koalition spricht. Das war nicht vorgesehen von den Leuten der Koalition und dann wurde Katar gezwungen, das zu akzeptieren. Und Sie lächeln etwas, haben sich darüber gefreut. Ma'azel Khatib, ja. Ma'azel Khatib als Präsident zu, auf jeden Fall zu dulden. Ja. Es spielt sich sehr viel hinter verschlossenen Türen ab. Für die Öffentlichkeit, sowohl in Europa als auch in Syrien, gar nicht sichtbar. Das ist doch schwierig eigentlich für eine Opposition, die Transparenz fordert. Wissen Sie, das ist eine Krise, die sehr kompliziert ist. Also die so kompliziert ist, dass wir selber manchmal nicht verstehen, was geschieht. Und infolgedessen gibt es sehr viele Hände im Spiel und gibt es sehr viele Willen im Spiel und gibt es sehr viele Gelder im Spiel und gibt es sehr viele Widersprüche im Spiel. Jetzt gibt Amerika, Russland, Iran, die Türkei, China, die Golfstaaten. Und dann die Parteien um Syrien herum, die Leute, die nach Syrien gekommen sind, um in Syrien zu kämpfen, die Basij und Hezbollah und die Leute der aus Libyen und aus, ich weiß nicht woher, mit Jabhat al-Nusra. Das ist sehr kompliziert. Am Anfang habe ich Sie vorgestellt, als Urgestein der syrischen Opposition. Sie haben immer in Ihrem Land Widerstand geleistet. Sie haben viele Jahre dafür im Gefängnis verbracht. 2011, ich erinnere mich sehr gut an Gespräche mit Jugendlichen, waren Sie sozusagen die Leitfigur. Nun sind Sie seit einiger Zeit gezwungen, im Ausland zu sein und lernen eine ganz andere Seite der Politik kennen. Wenn Sie das vergleichen, Ihre Position als Oppositioneller innerhalb Syriens und jetzt von außen her. Wie können Sie das beschreiben? Also ich glaube vor allem, die Rolle eines Menschen ist nicht eine Funktion seiner Position, seiner Wohnort, seines Wohnortes, sondern seiner politischen Meinung und seines politischen Willens. In dieser Hinsicht habe ich viel größere Möglichkeiten im Ausland zu arbeiten als in Syrien. Wenn ich in Syrien geblieben wäre, ich weiß nicht, ob ich Politik treiben könnte. Ich weiß nicht, ob ich lebendig sein werde, damit ich Politik treiben werde. Leute, die also mir ähneln, sind entweder liquidiert worden oder in den Gefängnissen und so. In Frankreich leben sie in Freiheit, in Frankreich haben sie große Mittel, um Kontakte zum anderen zu haben, zur Welt zu haben, die Wahrheiten, die Realitäten besser kennenzulernen. Und ich habe ein sehr großes Netz von Beziehungen mit den Syrern innerhalb des Landes, mit allen möglichen Syrern. Ich arbeite fast 20 Stunden jeden Tag mit den Menschen. Wie gesagt, das ist eine Funktion der Position und keine Funktion des Wohnortes. In Syrien gibt es so eine Streitigkeit, von vielen Streitigkeiten, eine Streitigkeit zwischen den Oppositionen im Inland und Ausland. Also ich sage immer, liebe Leute, das ist eine Funktion, das ist eine... gucken Sie auf die Rolle des Menschen und dann sprechen Sie. Aber dass das im Ausland lebt, das ist also nicht gut. Im Inland, es gibt sehr viele Leute innerhalb des Landes, die jetzt das Land verlassen, weil sie
nichts mehr tun könnten, wenn sie in Damaskus leben jetzt und ganz friedlich 1 Kilometer gehen wollen, dann brauchen sie 5 Stunden. 4 zu 5 Stunden. Dann haben sie 4 oder 5 Barrikaden vor sich. Und sie könnten manchmal eine ganze Stunde auf jeder Barrikade hängen bleiben. Am Ende können sie nichts tun. Und vor 9 Uhr mittags, kein Mensch geht aus seiner Wohnung hinaus. Und nach 4 Uhr, kein Mensch bleibt auf der Straße. Dann haben sie die ganze Zeit, also dann haben sie einen ganzen Tag, brauchen sie einen ganzen Tag, um 1 Kilometer hin und her zu gehen. Eine Vertreterin der Opposition, die in Syrien noch arbeiten, hat mal zu mir gesagt im Interview, eigentlich sollte es so sein, dass die Opposition, die im Ausland ist, die sich unter den Syrern im Ausland formiert hat, sie sollten denjenigen im Land folgen. Haben Sie den Eindruck, das ist möglich? Also in verschiedenen Fragen, ja, das ist möglich. Und das ist notwendig, in vielen Fragen. Ich meine, dass die Opposition im Ausland bald ins Land zurückkehren muss, zu den befreiten Gebieten, wo sie ihre Rolle dort fortsetzen können. Wir im Demokratischen Forum Syriens denken ernsthaft daran, zurückzukehren. Moussa al-Khatib hat ja unter anderem davor gewarnt, so eine Exil- oder Auslandsregierung zu bilden, die dann zurückgeht in die befreiten Gebiete. Er hat mit der Begründung davor gewarnt, dass das Land vielleicht gespalten werden könnte. Sehen Sie die Angst? Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Gefahr, aber es ist eine Gefahr unter Gefahren. Also es gibt nicht genügend Realitäten, die in dieser Richtung dieser Gefahr gehen. Als es angefangen hatte mit der Partei von Aleppo, wurde in Syrien und außerhalb Syrien gesagt, das Land wird morgen gespalten in einem Norden, befreiten Norden und einem besetzten Süden. Jetzt wird der Süden viel schneller befreit als der Norden. Jetzt sind die Truppen der Regierung 50 Kilometer entfernt von Damaskus. Sie waren 125 Kilometer. Sie sind sehr stark zurückgedrängt. Also, das sind Befürchtungen, die existieren immer. Wie die Befürchtung, dass das Land zerteilt wird, wie die Befürchtung, dass es einen Bürgerkrieg irgendwann geben wird. Das ist für mich eine sehr reale Befürchtung. Wenn eine Strömung, eine politische Partei, eine einzige politische Partei die Macht übernimmt. In Syrien wird es einen Bürgerkrieg geben. Deshalb reden wir in den demokratischen Kreisen von dieser Zusammenarbeit auf lange Sicht. Dieses Treffen hier nennt sich eine Konferenz für Frieden in Syrien. Wie ist Ihre Perspektive, Ihre Voraussage? Wird es Frieden in Syrien bald geben? Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass es bald in Syrien Frieden geben wird. Es gibt in Syrien sehr viele Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass es nach dem Regime auch Schwierigkeiten geben wird. Sie wissen ja, eine Revolution zeigt Ihnen ihre Schwachpunkte, ihre Mängel. Und diese Revolution hat uns gezeigt, dass wir sehr, sehr viele Schwachpunkte und Mängel haben in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen, in unserem Staat, in unseren Parteien, in unserem Denken, in unseren Beziehungen. Also, wenn wir diese Schwachpunkte loswerden können, dann werden wir sagen, dass wir eine Revolution gemacht haben. Wenn wir das nicht tun, wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir, ich weiß nicht wann, eine zweite Revolution machen. Michel Kilo, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke für Sie.